Es ist vielleicht die letzte Pressekonferenz, zu der Katrin Lomscher in ihrer Amtszeit als Gesundheitssenatorin einlädt. Darüber verliert die Politikerin von der Linken jedoch kein Wort. Stattdessen Fakten über den aktuellen Gesundheitsbericht. Die Berliner werden immer älter, weil sie immer gesünder sind. Das ist eine gute Botschaft. Je besser die soziale Lage, umso älter die Menschen. Bewohner von Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Treptow-Köpenick werden 3 bis 4 Jahre älter als in Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. In diesen Bezirken gibt es auch mehr Sterbefälle vor dem 65. Lebensjahr wegen Lungenkrebs, Herzinfarkt, Brustkrebs und Alkoholmissbrauch. Vorzeitige Sterblichkeit, das betrifft pro Jahr rund 6.000 Berlinerinnen und Berliner. Die Hälfte kann man durch präventive Maßnahmen reduzieren, das heißt durch Verhaltensänderungen. Das bezieht sich auf Alkohol- und Zigarettenkonsum, das bezieht sich auf Bewegung und Ernährung. Erstmalig konnten für den Gesundheitsbericht Daten aus der ambulanten Behandlung ausgewertet werden. Neben akuten Infekten gehen die Berliner am häufigsten wegen Rückenschmerzen, Bluthochdruck und Sehfehlern zum Arzt. Auch die Vorsorge ist Grund für einen Besuch. Im Osten mehr als im Westen. Das Impfverhalten ist in den östlichen Bezirken sehr viel besser ausgeprägt, während man eher auf psychische Erkrankungen in den westlichen Teilen schneller schaut. Das sind einfach traditionelle Wahrnehmungen auch bestimmter Krankheitsbilder, traditionelle Wahrnehmungen von Vorsorgeuntersuchungen. Die Masern seien zum Beispiel wieder auf dem Vormarsch. Die Zahl der Erkrankungen ist in Berlin so hoch wie vor 10 Jahren nicht mehr. Eine fatale Folge der Impfmüdigkeit vieler Eltern. Das Thema Impfen wird gesundheitspolitisch an Bedeutung gewinnen, vor dem Hintergrund, dass dadurch das Impfskepsis in den letzten Jahrzehnten eben doch dazu führt, dass die eine oder andere Krankheit zurückkommt, von der wir dachten, es gibt sie gar nicht mehr. Also wir müssen das Thema Impfen in der Gesundheitsprävention stärker nach vorne stellen. Da wird viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Arbeit, um die sich Lomschers Nachfolger kümmern muss. Sie wird nach der Amtsübergabe ins Abgeordnetenhaus wechseln.